kein White Noise quasi auf den Headsets mit drauf, da sie ja quasi ihre abgeschlossene Kabine haben. Aber hier gehen wir rein in die Pick und Bun. Und der gute Fresh soll der Erste sein, der rausfällt. Also da hat man sehr, sehr viel Respekt, muss ich sagen, vom MadLife. Dass er da direkt diesen Target-Bun ins Gesicht gedrückt bekommt. Ryze zur Seite, Standard-Pick. Niederlee, wenn die gebannt ist. Ist Kindred auch nicht weit. Man darf nicht vergessen, dass SKT im First-Pick hat. Also darf CJ Entos sich eigentlich nicht die Chance gehen lassen, Kindred wirklich zu bannen. Ansonsten können wir stark davon ausgehen, dass Bangi sich nämlich derer bedienen wird. Bei SKT muss man sagen, ich habe im letzten Split festgestellt, dass sie eine sehr, sehr eindimensionale Teamkomposition gefahren haben. Das heißt, auch die Playoffs haben sie fast in einem Rutsch mit der fast der gleichen Teamkomposition in jedem Spiel quasi gewonnen. Maokai fast immer auf der Top-Lane. Duke war da das absolute Monster und fast immer auch gepaart mit Nasivir. Also sie hatten da diese komplette Hard-Engage-Überrenn-Kombination und Komposition, die sie dort präferiert haben. Ich bin gespannt, ob das in dem Split weiter so gehen wird, weil wenn es so weitergeht, kann man sich bedacht dagegen fortbewegen. Heute übrigens noch auf Patch 6.10 unterwegs. Wir sind noch nicht auf Patch 6.11. Ich weiß, alle freuen sich schon. Oh, 6.11 ist auf den Servern. Einige ärgern sich. Ich habe einige Reddit-Kommentare gelesen, gerade auch was das neue Ranked-System angeht, das ja auch mittlerweile auf NA eingeführt wurde. Bei uns haben wir es ja noch nicht eingeführt und da waren schon echt heftige Kommentare mit dabei. Um Double Lift mal zu zitieren, Double Lift hat gesagt, er würde jetzt erstmal temporär keine Rankeds mehr spielen, denn er hatte ein Game, wo er quasi mit selber, er ist hohes Master, glaube ich, mit einigen Challenger-Leuten einfach gegen einen Low Master und Diamond 1-Leute gequeued wurde und hat gesagt, das macht absolut keinen Sinn, so momentan zu spielen. Aber wie gesagt, wir heute hier noch auf Patch 6.10 unterwegs, das heißt, auch der Z-Nerf ist noch nicht drauf. Der Z-Bun hier direkt gegen BDD gerichtet, der sehr, sehr gerne mal sein Assassin-Repertoire auspackt. Azir, Rexxer, Lucian sind wahrscheinlich die Picks, die momentan am absolut standardsten sind. Also dahingehend ändert sich nicht viel. Top-Lane habe ich auch das dumpfe Gefühl, dass wir ein Maokai-Matchup sehen werden. Die Frage ist bloß gegen was. Echo ist gebannt. Die Möglichkeit für einen Fist würde auf jeden Fall noch bestehen. Ansonsten ein anderer Tank. Was ich ganz, ganz doll vermisse momentan in der LCK ist eine Lissandra, die sich dort irgendwie etablieren kann. Lissandra wirklich ein Pick, der komplett ignoriert wird momentan. Sowohl als Flex-Pick, das heißt für Top-Lane, als auch für Mid-Lane. Man muss immer so ein bisschen schauen, denn das, was Lissandra gar nicht gefällt, sind die Ranked, Tank-Matchups. Das heißt, wenn du 2 bis 3 Tanks oder tanky Gegner im gegnerischen Team hast, dann hast du Probleme, in den Teamfights gut reinzukommen, weil dein Potenzial liegt darin, einen Kampf zu eröffnen und 3 bis 4 Leute zu versuchen, rauszubursten. Und das ist momentan schwierig gegeben, zumindest in der LCK ist die Meta dahingehend doch sehr, sehr, ja, tanky. Und wir sehen sie, Rexxer, Ezreal soll es werden, sofort eingeloggt. Es wäre natürlich auch ein sehr, sehr sicherer Pick auf der Lane, aber schwierig durchzubringen. Lucian hat da um einiges mehr Druck auf der Lane und hat da voll die Early Advantages. Ja, ihr müsst bedenken, Ezreal ist ein Champion, der sehr, sehr langsam ins Game rein skaliert. Der muss halt seine Träne bauen, der muss über einen Iceborn gehen, der ja mittlerweile auch genervt wurde. Also dahingehend Ezreal einen kleinen Nachteil. Lucian hingegen hat die Möglichkeit, sehr, sehr früh schon ins Game reinzukommen. Klar, du kannst den Crit Lucian Build fahren, wo du zum Beispiel auf dem Essence Reaver First gehst, was dir noch nicht so viele Power Spikes bringen. Allerdings, wenn du dieses berühmte Korean Build fährst, wo du sehr, sehr schnell auf den Yu musst und danach auf ein schwarzes Beil gehst, hast du da sehr, sehr frühe und sehr, sehr wirklich prägnante Power Spikes, die du in der Lane gut benutzen kannst. Ich kann euch versprechen, wenn ein komplettes Ultimate von Lucian durchkommt mit seinen ersten beiden Items gegen den Ezreal, wird die Ultimate alleine reichen, um Ezreal quasi aus dem Leben reißen zu können. Jetzt interessanter Art und Weise haben wir wirklich eine relativ squishige Komposition bisher. Elise im Jungle ist sehr, sehr lange Zeit alles andere als tanky. Das ändert sich natürlich, je nachdem, wie man sie bilden möchte. Nami ist auch nicht wirklich tanky. Maokai war zu erwarten, dass wir ihn auf der Toplane sehen werden. Also meiner Meinung nach bietet es wirklich Möglichkeiten, hier eine Lissandra auf die Toplane zu stellen. Denn Maokai ist auch ein Champion, den man mit Lissandra gut handeln kann. Du musst dich nicht engagen lassen, du kannst gut Waves clearen. Und wenn er doch mal in der Lage ist, dich zu CC'en, solltest du zusehen, dass du deine Kralle quasi richtig timen kannst, um da rauszukommen. Mir würde eine Lissandra gerade mega gut gefallen. Aber es soll der Trundle werden, der natürlich auch ein Counterpick für Maokai ist. Also auch Trundle wertvoll hier in der Komposition. Maokai würde es allerdings wenig stören, denn er wird für die Teamfights gehen und will natürlich nicht lange in diese Lane reingehen. Das muss man dazu sagen. Hier auch natürlich ein Matchup, das Maokai, glaube ich, liebend gerne swappen würde. Varus wäre auf jeden Fall ein guter Pick, muss man sagen. Varus ist ja immer noch eine gute Möglichkeit, um Azir dort außer Lane zu bolzen. Und wir haben in der momentanen Meta leider wenig Möglichkeiten, um Azir in der Lane effektiv zu handeln.
Varus bietet dann eine ganz gute Möglichkeit. Und wir haben dadurch, dass wir einen starken AP-Support haben, wir haben einen AP-Jungler und wir haben vor allen Dingen auch einen Top-Laner mit magischem Schaden, haben wir die Möglichkeit, dort einen Varus mit seinem normalen Schaden in die Midlane zu parken, um dort einen kompletten Teamausgleich zu haben. Also Varus passt hier auf jeden Fall rein in die Komposition. Das Problem, was du bis hast, Varus ist ein Poke-Champion. Und was ist halt super lästig gegen Poke? Sustain. Und was haben wir auf der anderen Seite? Wir haben eine Soraka. Und Soraka wird wahrscheinlich ein Champion werden, der sehr, sehr schwierig zu handeln sein wird. Auch Maokai hat so seine Probleme dann damit. Ihr müsst mal bedenken, Maokai geht rein mit seinem W, versucht mit seinem Festwurzel den Gegner zu engagen und möchte danach noch mehr CC an den Mann bringen. Was macht Soraka? Packt eiskalt ihren E quasi unter das Ziel, das festgewurzelt wird. Und Maokai hat keine Möglichkeit, sofort den weiteren CC an den Mann zu bringen, weil er halt gesilenced ist. Und wenn du halt verstummt bist, ist es bei dir nicht möglich, in League of Legends einen weiteren Spell zu casten. Zumindest nicht für die Zeit, in der du verstummt bist. Also hier eine Komposition, die meiner Meinung nach sehr, sehr stark für SKT ist. Auch wenn wir mal so ein bisschen auf die Scalings gucken, das Late-Game-Scaling von SKT ist brutal. Auf der anderen Seite haben wir halt ein okayisches Late-Game-Scaling. Elise ist jetzt nicht die Beste. Lucian ist jetzt auch nicht das Late-Game-Monster. Zumindest ist er nicht ganz so effektiv wie ein Ezreal, der halt sehr, sehr gut auch über seine Reichweite glänzen kann. Und auch Nami ist dort immer etwas im Bedrängnis. Nami, ein absoluter Favorite-Support. Also ich sehe sie sehr, sehr gerne. Aber auch ein sehr, sehr skilllastiger Support. Fehler darfst du dir bei diesem Champion nicht erlauben. Also da muss man wirklich auf der Hut sein. Dass man sich dort nicht einmal in Fehlposition bringt. Auf der anderen Seite musst du auch sagen, so eine Bubble, diese kleine Wasserblase von Nami, kann auch ganze Teamfights entscheiden. Lass da zwei, drei Leute drin sein. Und lass dabei noch ein Carry sein. Dann passt das perfekt. Guckt euch mal einen guten Kramer an. Ne? Alle gucken so ganz, ganz streng in dieses Bild rein. Und was hat er? Er hat einen Finger vorm Mund. Also da mal eine ganz interessante Pose, muss man sagen. Gönnt euch die Skins. Der gute Debonair Ezreal ist am Start. Finde ich ehrlich gesagt, ist der schlimmste Skin bei Ezreal. Der sieht so von der Animation vom Movement her so blöd aus. Und damit herzlich willkommen in diesem ersten Spiel heute im Best of Three von dem ersten Game in dem Split, das von SKT bestritten wird. Also SKT hat hier heute Leistung abzuliefern, wenn sie uns überzeugen wollen. Und ich erwarte vieles und Großes von ihnen, muss ich sagen. Auf der anderen Seite ist CJ Entus natürlich auch kein Gegner, den man unterschätzen sollte. Och, der arme Haru musste auf jeden Fall schon mal ohne Spinlines in sein erstes Camp reingehen. Kommt natürlich ein bisschen drauf an. Also für diejenigen, die es nicht wissen. Elise funktioniert so, dass wenn sie quasi in ihrer menschlichen Form Spells benutzt und Sachen zaubert oder ihre Fähigkeiten einsetzt, dann kriegt sie für jede Fähigkeit, die sie einsetzt, so einen kleinen Spiderling dazu. Und ja, erscheint halt das nächste Mal, wenn sie ihre Form wechselt, das ist quasi ihre ultimative Fähigkeit, dass sie damit zwischen Spinnenform und Menschenform hin und her swappen kann. Ah, hier mal ein CJ Entus-Fan. Sieht man sofort. Das CJ habe ich erkannt, den Rest konnte ich nicht lesen, aber mir war schon klar, worauf er hinaus wollte. Und für Elise ist es halt so, für jeden Punkt, den sie auch in ihre ultimative Fähigkeit investieren kann, kriegt sie auch eine Spinne mehr dazu, die später einsetzen kann. Hier muss man sagen, es wäre natürlich sehr, sehr schön für ein Ezreal in diesen Lanes reinzugehen. Und bisher sieht es so aus, als CJ Entus den wirklich initiieren möchte. Denn Nami und Lucian sind eine sehr dominante Lane im Early. Klar, wir haben eine Soraka dagegen, die einen Ezreal wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr safe durchbringen kann. Allerdings wird sie trotzdem das ein oder andere Problem damit bekommen. Gerade wenn die Botlane von CJ Entus Level 2 ist, hast du halt sehr, sehr viel CC zur Verfügung und sehr viel Sustain gepaart mit Schaden. Und das ist doch mal wirklich eine schöne Kombination. Darf man da auf jeden Fall nicht unterschätzen. Also hier, ich vermute ganz stark, dass CJ Entus selber nicht die Lane swappen wollte, sondern dass sie eher den Swap predicten wollten. Oh Gott, MadLife, jetzt muss der ein bisschen aufpassen. Stand da sehr, sehr tief, der Duke kann ihn immer wieder slowen. Der Flash und Exhaust müssen gezogen werden. Man muss sagen, das ist im Early jetzt nicht ganz so schlimm, denn wir sind in einem Lane-Swap. Je nachdem, wie lange der Lane-Swap ausgespielt wird, ist es natürlich so, dass du als Support gerade nicht wirklich bedroht wirst. Denn hey, wer soll auf die Top-End kommen und dich ganken? War natürlich ein bisschen riskant von MadLife, aber im Endeffekt hat er Zeit gewonnen und seine Summoners werden vermutlich, ja, man darf sich doch nicht zu weit aus dem Fenster legen, vermutlich bis zum nächsten Fight oder bis zur nächsten Aktion, wo er sie braucht, wieder bereit sein. Gute Soraka hat da oben auch versucht, ein bisschen zu stören. Das ist momentan gang und gäbe, wenn du quasi in den Lane-Swap gehst und Top-Laner und Jungler zusammen durch den Jungle gehen, dass du als Support einfach versuchst, ein bisschen zu stören.
macht sich sehr, sehr gut. Und du kannst halt auch gut was an Gold teilweise noch bekommen. Ja, Wolf hat da auch seine Support Mastery natürlich dabei. Und sein gutes Support-Item. Boss Queens Claim soll es werden bei ihm. Dafür kriegt er natürlich auch für jeden Hit und für jeden Spell, den er auf den Gegner rausbekommt, extra Gold dazu. Und extra Gold, brauchen wir uns nicht drüber streiten, ist in League of Legends wahrscheinlich das, was du immer am meisten haben möchtest. Denn alles, was du gut machst, führt im Endeffekt zu mehr Gold als der Gegner. Mehr Gold führt dich zu mehr Items. Diese Items führen dich zu besseren Stats, als der Gegner hat. Und diese besseren Stats lassen dich halt die Kämpfe gewinnen, im optimalen Fall. Also Gold eigentlich quasi die Grundlage des Spiels. Wie man es bekommt, ist egal. Aber man braucht es. Wir sehen jetzt, der Lane Swap kommt jetzt quasi gleich zum Ende. Zumindest zum Ende für die erste Lane. Sowohl Top-Lane-Turret bei SKT als auch der Bot-Lane-Turret bei CJ Entos müssen dort erstmal das Zeitliche segnen. Die Frage ist, was man jetzt macht. Geht man in den Reverse-Swap, um quasi die nächsten beiden Türme anzugehen? Das ist ja gang und gäbe, dass du quasi die Lane tauschst, danach den ersten Turm so schnell es geht einpushst und danach versuchst halt einfach die Lane zurückzutauschen, um noch mehr Zeit zu gewinnen und auf der anderen Seite jeweils den entgegengesetzten Turm auch noch zu bekommen. Ist aber meine Frage, wie spielt das Gegnerteam mit? Denn auch der Drache ist ja mittlerweile, ja, eine Sache geworden, die wir auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren dürfen. Denn ein Team muss im Lane-Swap immer diesen Drachen dann hergehen. Je nachdem, ob es halt ein normaler Swap ist oder ob es halt ein Reverse-Swap geht. Und da muss man da alles so ein bisschen mit einkalkulieren. Ja, ich guck gerade. Das mit dem Rahmen, meine lieben Freunde, ist normal. Das ist zumindest nichts, was ich ändern kann. Denn der Cleanfeed wird mir so vorgegeben. Und auch der Cleanfeed für mich hat schon diesen Rahmen. Also keine Bange. Vielleicht ändert sich da noch was dran. Vielleicht allerdings auch nicht. Aber ich denke, mit den paar Zentimetern können wir leben. Volltechnisch hat sich natürlich noch kein großer Unterschied zwischen beiden Teams ergeben. Ist klar, im Lane-Swap passiert die ersten acht Minuten meistens nicht viel. Und wir sehen hier übrigens auch den Reverse-Swap. Das heißt, man wird die 4-Turm-Variante mindestens sehen. Ich gehe stark davon aus, dass es keine 6-Turm-Variante wird. Das haben wir bisher wirklich bis zum äußersten Fall gesehen. Oder einmal war es im letzten Split, glaube ich sogar auch, dass ich die 8-Turm-Variante gesehen habe, wo ich mir dachte, holy Leute, da ist 20 Minuten effektiv nichts passiert, kein Kill gefallen, aber 8 Türme waren schon kaputt. Und du denkst dir bloß so, alles klar. Man kann ein Spiel auch spielen, ohne sich dabei zu sehen und zu berühren. Und manchmal hat man ja auch schon das ein oder andere Base Race gesehen. Muss man halt selber immer sehr, sehr schnell schalten und selber als Team überlegen, so ist es worth für mich, dort wirklich schnell rein zu pushen? Ist es das wirklich für mich wert, wenn ich sage, okay, ich möchte quasi ein Rennen mit dem Gegner anfangen? Oder bin ich langsamer und kann das von Anfang an abschätzen? Das ist aber auch was, wo kein Coach und kein Analyst der Welt ihnen helfen kann, sondern das müssen die Spieler jedes Mal wieder individuell für sich entscheiden. Das ist natürlich eine Sache, die relativ schwierig ist. Ihr seht hier genau das, was ich gerade angesprochen habe. In dem Reverse-Swap ist natürlich jetzt CJ Entos in der Lage, dadurch, dass wir 4 Mann auf der Botlane haben, diesen Drachen ohne Probleme anzugehen. Es ist fürs Erste der Mountain Break, der natürlich nicht großartigen Effekt erstmal ausüben kann, denn man wird keine weiteren Türme so schnell jetzt angehen können. Und der Erddrache gibt dir halt Vorteile dahingehend, dass du Türme schneller pushen kannst und dass du halt Drachen und den guten alten Nasher, also legendäre Monster, sehr, sehr viel schneller töten kannst. Denn du kriegst quasi 10% Schaden mit jedem einzelnen Erddrachen darauf, den du benutzen kannst. Einzigen Vorteil, den du natürlich hast mit diesem Erddrachen, es fällt dir leichter, im späteren Verlauf des Spiels auch diese Objectives für dich selbst gewinnen zu können. Denn du bist natürlich sehr, sehr schnell. Und Rotationen sind das, was League of Legends eigentlich meistens sehr, sehr einseitig gestaltet für die Teams, die halt sehr, sehr dominant sind. Und diese Rotation zu so einem Drachen und die 10% mehr Schaden, die du natürlich gegen so einen Drachen hast, oder gegen einen Nasher gegebenenfalls, sind dann natürlich durchaus ein Vorteil. Habe ich gesehen, welcher Drache jetzt als nächstes bauen würde. Ich muss mich super mal an diese Mechanik gewöhnen. Dass er quasi, wenn der erste Drache genommen wurde, sofort das Symbol des nächsten Drachen, der spawnen wird, erscheinen und sich beide Teams darauf einrichten können, ist es ein Drache, den ich brauche, oder ist es ein Drache, den ich nicht brauche. Das ist übrigens auch so gang und gäbe, dass im Lane-Swap sich die Grenzen der jeweiligen Seiten verschieben. Normalerweise ist es ja so, dass du den Fluss als Grenze betrachten möchtest, weil du genau weißt, aha, sobald ich über den Fluss hinüberschreite, muss ich damit rechnen, dass die Gegner mich sehen und dass sie in der Mehrzahl auf mich hinaufgehen können oder auf mich heraufgehen können. Allerdings im Late Swap fallen halt die ersten Türme, die normalerweise Sicherheit in dem Fall geben, weshalb du auch nicht in den anderen Jungle reingehen möchtest. Und du tauschst die Seiten quasi und deine neue Grenze
dies einzuhalten gilt, wird quasi die Midlane selber. Und dann geht dieser Blue Buff quasi eigentlich sogar der eigene von SKT, während auf der anderen Seite der Blue Buff gesichert werden sollte von CJ Entus, die aber sehr, sehr schwerfällig jetzt hinterherkommen. Und man muss auch sagen, dahingehend hat SKT gleich sehr, sehr gut auch gehandelt und hat eine Ping vor beim Blue Buff aufgestellt. Der wird jetzt ungefähr eine Minute noch brauchen. Die graue Sanduhr steht ja seit Patch 6.10 quasi dafür, dass das Jungle Camp noch eine Minute braucht, bis es spawnt. Sobald die Sanduhr quasi gelb wird, sind es noch 20 Sekunden, die du dort abwarten musst. Und so kann jeder mal sehr gut abschätzen, wann so ein Camp kommen wird. Und jeder kann sich überlegen, so, ist es mir wert, jetzt in einen Kampf reinzugehen, um so ein Camp quasi zu verteidigen, oder ist es mir das nicht wert? Also immer sehr, sehr viel eigene Entscheidungsgewalt von den Teams gefragt und auch von den einzelnen Spielern. Die Individualfehler, muss ich auch sagen, waren bisher das, was wir in den letzten Tagen am meisten gesehen haben. Es wurde zwischen den einzelnen Teams, muss ich sagen, würde ich jetzt nicht so groß differenzieren, denn die haben sehr, sehr gut performt, auch in ihren Rotations. Aber es waren immer wieder einzelne Spieler, die dort hier und da mal gecatcht wurden und damit zu einem Lead vom Gegner quasi geführt haben. Da muss man also sehr, sehr vorsichtig unterwegs sein. Natürlich jetzt ein sehr, sehr meta-lastiges Game hier. Nami, muss man ja auch sagen, hat mittlerweile ihren Weg in die Meta gefunden. War ja letzten Split komplett unangetastet als Support. Das Risiko war einfach zu hoch. Auch Annie ist da komplett aus der Meta rausgefallen. Genauso wie Syrah vorher überhaupt nicht gesehen wurde. Und mittlerweile haben wir halt Nami, ich glaube, ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, aber ich glaube, viermal haben wir sie mindestens schon gesehen in der LCK. Das spricht dafür, dass sie da auf jeden Fall ein gutes Comeback hat. Man muss halt auch sagen, die Meta hat sich teilweise ein bisschen ins Immobile gewandelt, dass wir auch viele Midlaner haben, die keine Dashes selber von Natur aus mit sich bringen. Und ohne diese, ja, eigene Mobilität ist es für dich schwieriger, gegen 4 CC anzukommen. Und Nami hat halt wirklich CC, der über ihre ultimative Fähigkeit sehr, sehr weitreichend ist. Die Welle hat halt gefühlt die Reichweite von einer halben Karte. Und gepaart mit ihrer, ja, mit ihrer Wasserblase zusammen, muss man sagen, ist da halt quasi jemand komplett 3 Sekunden aus dem Fight rausgenommen. Und 3 Sekunden sind in einem Teamfight wirklich essentiell. 3 Sekunden Free Damage ist halt alles. Da muss man einfach sagen, ist Nami mittlerweile relativ rough geworden. Ist natürlich immer noch schwierig, ihre Spells wirklich perfekt an den Mann zu bringen. Aber dennoch finde ich sehr, sehr schön, dass wir sie mittlerweile sehen. Ja, die guten ADCs befinden sich mittlerweile alleine auf der Lane. Soraka alt, aber zur Unterstützung. Bang natürlich noch nicht in der Lage, großartig was gegen sein Gegenüber auszurichten. Lucian mittlerweile auch schon mit gut Farm Vorsprung. Das Culling hier nochmal ein bisschen, um jemanden vom Turm wegzusohlen. Allerdings, solange Wolf dahinter ist, natürlich keinerlei großartigen Impact. Denn Bang wird einfach wieder hochgeheilt. Braucht das gar nicht stören. Ja, ihr müsst den Vergleich sehen zwischen Bang, der jetzt eine Träne hat, die ihm effektiv halt keine, ja, keine AD-Werte gibt. Und eine Pickaxe gegen quasi einen Kull. Und einen guten Dirk bisher. Und man sieht halt, der gute Lucian wird auch sofort in Richtung Yumus gehen. Also soll das Korean-Bild werden, um sehr, sehr früh im Midgame schon große Unterschiede zwischen Ezreal und sich selber erzwingen zu können. Und einerseits hast du natürlich den Vorteil, dass das Yumus an sich sehr, sehr kosteneffizient für dich ist, während natürlich andere Items wie Essence Reaver oder Infinity Edge immer darauf angewiesen sind, dass du mehrere Items baust, um dieses Item kosteneffizient zu gestalten. Du wirst zum Beispiel mit Essence Reaver und Infinity Edge immer irgendwelche Items mit Crit dazu brauchen. Also ich glaube, ich habe vor ein paar Tagen, habe ich die Statistik erst gesehen, ab 26, ein paar zerquetschte noch dazu, Prozent Crit-Chance, wird eine Klinge der Unendlichkeit wirklich erst sehr, sehr effektiv. Und erreicht ihre 100% Gold-Effizienz, während Yumus halt von Anfang an effektiv ist. Und sobald du quasi das schwarze Beil noch dazu hast auf dem Yumus, hast du sowohl Armor-Penetration, du hast deine Cooldowns, was auch sehr, sehr wichtig auf Lucian ist, da du halt mit jedem, ja, mit jedem Zauberspruch, den du quasi wirkst, mit jeder Fähigkeit, die du dort benutzt, immer wieder deine Passive ausnutzen kannst. Also Cooldowns da absolut grundlegend für Lucian. Plus, du kriegst natürlich auch ein bisschen extra Life gegenüber einem normalen Hyper-Carry-Build dazu, was dir halt einfach eine gewisse Sicherheit noch verschafft auf der Lane. Das Schöne ist halt, du brauchst ja auch als Lucian, der ein Korean-Build fährt, keine Sorgen darum machen. Habe ich jetzt einen Tanky-Gegner? Wie muss ich denn bilden? Was muss ich tun? Denn egal, was passiert, ob der Gegner jetzt sehr, sehr früh Armor bildet oder nicht, bist du immer gewappnet gegen. Denn du hast so viel Armor-Penetration drin in diesem Art von Build. Haru jetzt hier ein bisschen in Bedrängnis ist gesilenced. Allerdings, der hat halt ein paar mehr Beine. Kann er schnell genug wegkrabbeln, ohne dass er in Bedrängnis gerät.
Ja, Blue Buff ist jetzt derjenige, um den es hier gehen soll. Und Bengi lässt sich da auch gar nichts nehmen. Bengi natürlich auch lange nicht gesehen. Das muss man dazu sagen. War ja quasi im letzten Split sehr, sehr lange auf der Ersatzbank bei SKT. Jetzt hat er seinen Weg zurückgefunden. Blue Blank hat ihn ja sehr, sehr lange ersetzt im letzten Split. Auch der Drache soll es jetzt werden bei SKT. Und das ist natürlich wunderbar. Das ist natürlich auch noch ein Infernal Drake und der passt dir einfach super rein. Du hast eine skalierende Position, in der du halt momentan alle Ruhe der Welt haben kannst. Und der Infernal Drake, der wird halt, je länger das Spiel geht, je ruhiger du bist, immer wertvoller für dich werden. Also hier der infernale Drache wirklich sehr, sehr schön. Sehr, sehr vorteilhaft für SKT. Sie werden sich da freuen. Unterschiede momentan noch relativ ausgeglichen. Natürlich konnte wieder ein bisschen aufholen, lag er eben schon weiter zurück. Hatte aber noch eine große Wave, die an den Turm gelaufen ist. Und er will sich halt noch Zeit lassen. Seine Mana-Mune ist jetzt quasi fertiggestellt. Allerdings noch nicht vollgesteckt. Und ohne das Mura-Mana fehlt ja natürlich noch ordentlich was an Effizienz. Man sagt, Azul ist immer so, ab zwei Items kriegt er seine Effizienz, um da mithalten zu können mit den anderen AD-Carries. Quasi ab seinem Iceborn Gauntlet Power Spike. Es gibt ja immer so ein bisschen unterschiedliche Betrachtungsweisen, ob du zuerst das Mura-Mana oder die Mana-Mune fertig baust oder das Iceborn-Gauntlet. Kommt ein bisschen auch auf die Situation darauf an, ob du halt einer direkten Konfrontation deiner Lane ausgesetzt bist oder ob du halt in der Lage bist, wirklich jeder Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Und ich muss aber wirklich sagen, Bang, da absolut safe aufgestellt. Hat ja auch eine Soraka hinter sich, also kann sehr, sehr schnell auch darauf gehen, hier zu stacken. Denn so schön es auch ist für Kramer, da in den Fight reinzugehen und so schön es auch ist und so viel stärker er auch ist im direkten 1 gegen 1 gegen Bang, so wenig Chancen hat er doch wirklich, dieses 1 gegen 1 herbeizuführen. Denn Bang ist über seine E-Fähigkeit, über seine K-Shift natürlich auch sehr, sehr gut gewappnet, um jederzeit entfliehen zu können. Dementsprechend geht er jetzt hier für die Mana-Mune als erstes, um da ganz in Ruhe vollstacken zu können. Der Unterschied ist halt auch, dass du bei der Tier immer bloß mit Spells quasi deinen extra Mana bekommen kannst, um diese Tier und diese Mana-Mune vorzustacken. Mit der Mana-Mune selber allerdings kriegst du auch auf den Auto-Hits deinen extra Mana und damit geht es natürlich wesentlich schneller, wesentlich effizienter und du kannst es immer auf Cooldown halten. Bis Minute 20 versuchst du dann meistens so deinen Mura-Mana auch voll zu haben. Und Mura-Mana plus Iceborn ist dann doch schon sehr, sehr effektiv für dich. Rek'Sai einmal zur Stelle. Die Tunnel von Rek'Sai jetzt auch schon sehr, sehr gut durch den Jungle gelegt. Rek'Sai, muss man auch sagen, ist ein bisschen abhängig davon, wie gut sie die Tunnel eingeschätzt hat. Bang, jetzt im Bedrängnis, muss das ganze Carling entgegennehmen. Und beide Summoners ziehen. Da hätte er, glaube ich, von Anfang an flashen sollen. Hätte er sich das Team noch sparen können. Auf der anderen Seite, der gute Kramer, hat er nichts gebraucht. Man sieht halt, Bang momentan nicht in der Lage, der direkten Konfrontation standzuhalten. Hat sich halt auch sehr, sehr weit rausbegeben, ohne seinen Support. Allerdings im Endeffekt für ihn trotzdem kein Problem, die ganze Situation zu disengagen. Das Jumus ist dann natürlich schon sehr, sehr schön für Kramer gerade gewesen, da es auch benutzen kann, um natürlich auch die Distanz zwischen sich und seinem Gegner zu minimieren. Denn wenn du die aktive Fertigkeit oder Fähigkeit von dem Jumus, von der Jumus Geisterklinge quasi benutzt, kriegst du extra Movement Speed dazu. Mit dem extra Movement Speed bist du natürlich gut dran, wenn du quasi selber der dominante Part auf der Lane bist. Denn du bist quasi der Jäger. Ich will jetzt momentan bloß der Gejagte. Bisher noch sehr, sehr ruhig aufgestellt, das Game. Und lässt sich Zeit. Die Zeit ist halt aber das, was CJ Entus eigentlich nicht hat. Also sie hier nicht mit so einer ganz stark skalierenden Komposition am Start. SKT jedoch, die freuen sich darüber, wenn sie Zeit haben. Und sie haben vor allen Dingen auch eine Komposition, die du sehr, sehr defensiv benutzen kannst. Du kannst natürlich in eine Belagerung reingehen, da du dann sehr, sehr viel Reichweite zur Verfügung hast über Asia, über Ezreal. Du kannst aber auch einfach sagen, oh, alles klar, wir wollen das Game noch weiter stallen und wollen gar nicht, dass wir in die Fights reingehen. Und das ist genau gerade der Fall. Man merkt auch, dass sie ja sehr, sehr passiv aufgestellt sind. Denn du hast eine gute Möglichkeit, über Trundle mit dem Pillar zu disengagen. Mit Rek'Sai kommst du sehr, sehr schnell raus. Du hast einen Asir, der immer versuchen kann, das Ganze zu disengagen. Und selbst wenn es für jemanden knapp wird, hast du immer noch die unehrenhafte Soraka quasi in der Backline drin, die immer die Ziele, die in Gefahr geraten, hochheilen kann, um ihnen dort die Flucht zu ermöglichen. Also für mich SKT hier doch ein bisschen besser aufgestellt, gerade wenn das Game so ruhig verläuft. Der Entus da eher ein bisschen gezwungen, das Zepter in die Hand zu nehmen und Druck zu machen.
der gute Haro hat da auf jeden Fall Bengi gefunden. Aber trotzdem für ihn keine Gefahr. Madlife muss jetzt aber aufpassen, muss eine Menge Scharren entgegennehmen. Hat einen Flasher zur Verfügung. Den hebt er sich auch ganz bis zum Schluss auf. Beide Teleports hier abgebrochen. Ein Kill wird also nicht fallen, aber auch Wolf muss eine Menge Schaden schon von BDD entgegennehmen. Der natürlich im Midgame sehr, sehr gut schon spiked, hat auch seinen Numus schnell fertig gebaut. Also die Power Spikes sind gerade gut für CJ Anders und den Schaden merkt man auch. Bang sofort festgehalten, allerdings kein großer Follow-up da. Die Welle kommt sehr, sehr spät. Bangy vorne im Turm, allerdings auch festgehalten. Faker im Bedrängnis, Haru bleibt einfach drauf. Der kriegt sogar noch eine Q-Up, aber Soraka sagt sich, nope, meine lieben Freunde, ich habe eine ultimative Fähigkeit, die einfach alle hochrein kann. Also hier nochmal Faker rausgekommen. Man muss auch sagen, da hat er die Ruhe in Person. Ist er da gewesen, denn sein Flash hat er auch immer noch zur Verfügung. Da muss man manchmal auch Vertrauen haben in Soraka. Denn Soraka verlangt von dem eigenen Team doch immer eine unterschiedliche Art und Weise zu spielen. Normalerweise hast du ja Supports, die sehr, sehr viel CC mit sich bringen und die sehr, sehr aggressiv auch spielen können und für dich selber quasi das Game entscheiden können. Mit Soraka bist du aber der alleinige Träger und Soraka ist quasi der auch wirklich unterstützende Faktor für dich. Ich glaube, eine bessere Definition von Supporter gibt es nicht als eine Soraka, die halt die ganze Zeit hinter dir steht und dich einfach bloß heilt, 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 wenn ich meine Engage silence ihn einfach und versucht dich da aus jeder Situation zu befreien. Also da muss man halt immer auch ein bisschen überlegen, auch im gegnerischen Team, wie gehe ich so ein Teamfight an? Dann bist du nicht in der Lage, einen Soraka von Anfang an aus dem Kampf gut rauszuhalten oder jemanden quasi mit dem ersten Engage rauszubursten, wirst du gegen Soraka in der Backline immer Probleme kriegen. Da müssen beide Teams doch umdenken, was den Playstyle angeht. Nun aber auch der gute Ocean Drake, der dort an SKT geht. Der nächste Drache soll dann wieder ein Mountain Drake sein. Ocean Drake natürlich ist nicht schlecht, aber hat nicht den gleichen Wert. Wolf, mein lieber Herr Gesangsverein, über die Hälfte des Lebens, wenn er jetzt schon einen Q-Up bekommt. Also Yumus tut da seinen Zweck. Der Ocean Drake war sogar wertvoller gewesen, muss ich sagen, für CJ Entos, die mittlerweile sehr, sehr passiv wirklich selber an die Sache rangehen. Haben beide Drachen komplett ungecontestet gelassen, die in der Zeit gespawnt sind. Weil klar, sie haben selber den ersten bekommen, bedingt durch den Lane-Swap. Aber einen Infernal Drake und einen Ocean Drake for free abzugeben, ist echt nicht schön. Vor allen Dingen, weil du halt diesen Ocean Drake in der Poke-Komposition sehr, sehr schön und sehr, sehr gut verwenden kannst. Weil er dir einfach die nötige Belagerungskapazität und das nötige Belagerungspotenzial gibt. Da du halt immer mehr Life und immer mehr Mana bekommst, ohne selber backen zu müssen. Also da der Ocean Drake sehr, sehr wertvoll. Später muss man halt wirklich Vertrauen haben. Ich muss sagen, ich habe da selber auch schon ein paar Erfahrungen sammeln können mit Soraka und auch gegen Soraka. Und es ist halt wirklich so, wenn du als ADC nicht in der Lage bist oder nicht weißt, wie du mit Soraka zu spielen hast, ist das Potenzial von der Soraka sehr, sehr schwierig umzusetzen. Weil du musst, wie wir eben gesehen haben, auch wie Faker es gerade hatte, du musst Vertrauen haben. Wenn du dieses Vertrauen nicht hast und nicht dich vorne quasi in die Front reinstellen kannst und solange es geht Schaden machen kannst und darauf vertrauen kannst quasi, dass Soraka dich immer weiter am Leben hält, dann verlierst du sehr, sehr viel Schadenspotenzial im Late Game. Also hier natürlich auch von Bang sehr, sehr viel Erfahrung gefragt, wenn es später zu den Teamfights kommen oder kommen sollte. Man weiß es ja immer nicht. Ich bin gespannt, wie bezahlt sich Soraka machen soll. Wir hatten ja quasi im letzten Split auch ein Team, das sehr, sehr dominant von Soraka profitiert hat und auch mit einem sehr, sehr guten Split dastand. Immortals ist das Stichwort, meine Freunde, die da ja sehr, sehr viel mit Soraka gespielt haben. Hier nun der Nasher, der ganz, ganz lieb einfach angegangen wird. Der wurde noch nicht mal gebordet. Mit dem Asio geht das auf flotte Möhre. Also hier wirklich schon zwei Drittel weg, 2000 Life, sind gleich zur Stelle, 1500 Life. Allerdings ist da die Spinne zur Stelle, aber die muss bloß noch zusehen, wie der Nasher abgeht und dann weggeht und sie auch noch ihr eigenes Leben verliert. Also hier von SKT einfach mal ganz souverän gesagt, den Nasher nehmen wir. Haben wir in letzter Zeit öfter gesehen, dass mit dem Asier sehr, sehr schnell auch auf den Nasher rotiert wird. Und man muss sagen, CJ Andrews ist einfach ein Ticken zu langsam. Es war zwar kurze Zeit doch knapp, weil Elise es geschafft hat, ins Pit reinzukommen, aber die Gefahr hat nicht gereicht. Elise selber hat, glaube ich, zu früh da gar nicht gesmited. Rexy hat auf jeden Fall gesmited. Und im Endeffekt hat Bang hat sich die Nasher sichern können. Natürlich die Frage, ne, wie knapp es war mit dem Smite. Aber der Haru da an der Stelle hat es nicht geschafft. Und damit jetzt natürlich, ja, keine großartigen Kills gefallen. Und trotzdem ein guter Vorteil, der sich für SKT dort etablieren kann. Also sie bisher absolut sicher, leisten sich keine Fehler. Sind auch besser mit den Farmwerten hier aufgestellt. Gerade die Unterschiede auf der Top-Lane sind sehr, sehr prägnant. Maokai da im Farm schon sehr weit zurückgefallen. Ist für Maokai jetzt nicht das Ding. Oh Gott, Bangi, du bist einmal hochgeworfen. Oh, offensiver Flash hier von Utara. Der gute Bangi gerät in Bedrängnis, muss dort auch den Kill abgeben. Das 1:1 ist jetzt hier zur Stelle. Allerdings auch eher ein Tropfen auf den heißen Stein.
Man freut sich zwar natürlich, dass man so einen Killer erzwingen konnte, aber es bringt dir nicht wirklich viel, denn du kannst wieder einen Turm noch irgendwas anderes draus ziehen. Die Rache existiert gerade auch nicht. Du kannst diese 5 gegen 4 Situation quasi gar nicht nutzen. Ja, die Mittellagerung findet trotzdem noch statt. Das muss man überlegen, trotz dass man zu viert ist. Jetzt allerdings Teleportation mit der Flankierung zur Stelle. Bang muss sofort viel Schaden in Kauf nehmen. Wolf ist natürlich die ganze Zeit an ihm dran. Heilt ihn die ganze Zeit ohne Probleme hoch. Auf der anderen Seite Haru hat super Probleme mit Duke. Der läuft einfach daher und der beißt ihn einfach zu Tode. Einfach mal ein Stück rausgerissen aus der guten Spinne. Und man sieht halt, Soraka ist unangetastet. Der gute Bang wurde halt sofort rausgeburstet, aber es reicht einfach nicht. Und auch Madlife wird komplett zerstört und wird komplett hier aus dem Leben gerissen. 5 gegen 4. Ja, lasst euch das aber zu zergehen. Vorher hat sich halt Bang catchen lassen. Das ist gar kein Problem fürs Team, weil sie halt einfach diese sichere Komposition haben und weil sie die Soraka haben. Bang da komplett sicher gewesen. Oh Gott, die Ultimate von Faker sitzt perfekt. Man kann die sofort da vorne schmeißen, komplett aus dem Leben reißen. Unterer jetzt auch in Gefahr. Kann dort nicht überleben. Und damit wahrscheinlich auch der Inhibitor, der dort nicht mehr standhalten kann. Also hier SKT absolut souverän. Ohne jegliche Gegenwehr gehen sie dort durch. Ein Kill mussten sie bisher abgeben. Es wird nicht das perfekte Spiel werden. Aber abgesehen von den zwei Türmen, die sie im Lanesfall verloren haben, mussten sie nichts weiter hergeben. Der Lanesfall wirklich bloß das Einzige, was ihnen ein bisschen was gekostet hat. Beziehungsweise wodurch sie auch was bekommen haben. Man kann jetzt nicht sagen, was sie dadurch einen Nachteil hatten. Sieht man es nochmal. Faker hier mit einem absolut starken Play. Bang, sofort festgehalten von der Ulti von BDD und wird halt von Haru runtergeburstet. Aber Wolf ist halt unehrenhaft. Wolf sagt sich, keine Chance. Und Unterer kommt halt sehr, sehr spät rein. Dort hat man aber keinen Damage-Follow-up mehr. Und er kann halt auch bis noch rauslaufen. Die gute Borke hat da keinen großartigen Einfluss mehr gehabt. Ja, und im Endeffekt ist Haru derjenige, der sehr, sehr tief gegangen ist, um den Burst an den Mann zu bringen. Und der dort auch, ja, drunter leiden musste. SKT, die ganz, ganz ruhige Art und Weise, mit der sie an das Spiel rangehen können. Der nächste Drache ist in 10 Sekunden zur Stelle. Den werden sie wahrscheinlich auch nehmen, ohne Probleme. Du bist momentan nicht in der Lage, an CJ Entes Stelle dort alleine so eine Objectives zu nehmen, zu contesten. Man sieht schon Duke. Der tankt halt einfach alles weg und Kramer, der wird halt ohne Probleme einfach mal von Bang komplett eliminiert. Und ja, und Duke, der ist halt immer noch da. Der hat 3 Leute getankt, der hat 4 Leute getankt. Jetzt holt er sich sogar noch einen Kill. Alles klar, kein Problem, sagt er sich. Ich bin Trundle. Ich bin Tanky und natürlich mit der ultimativen Fähigkeit von Trundle, der wird sich einfach Unterer ulten und das tut er jetzt auch und geht für den Tower Dive. Der kriegt gar keinen Schaden ab, denn Unterer hat so viel Armor mittlerweile aufgebaut, von der auch ein Trundle profitieren kann, dass er da einfach gar keine Chance hat wegzukommen. Also SKT hier wirklich chancenlos, lassen sie CJ Entes darstellen, ohne jedwege Gegenwehr. Wir können entweder die Tanks eliminieren, noch sind sie in der Lage, die Squishies zu eliminieren. Noch sind sie in der Lage, mit Repel dort nach hinten in die Base zu kommen. Allerdings hier das Asi-Ultimate ein bisschen früh. Macht aber keinen Unterschied. Der gute Haru muss trotzdem das Zeitliche segnen. SKT hier also mit einer komplett unangefochtenen Position in diesem Spiel. Und genau das steht dafür, was alle bisher gesagt haben. Dass SKT in dem Split momentan das einzige Team ist, das auch in den Scrims sehr, sehr gut glänzen konnte. Während alle anderen sehr inkonsequente und schwankende Leistungen gebracht haben. Also hier SKT wirklich auf dem Höhepunkt.